Servus Menschen, es ist wieder Robbies und ja, heute haben wir mal wieder einen Waffengeil am Stiesel. Und bevor wir anfangen mit der heutigen Waffe, sage ich euch schnell, was ihr als Gameplay im Hintergrund seht. Und zwar haben wir mal wieder heute eine DNA auf der Map Comeback erspielt. Und ja, mit der heutigen Waffe und heute haben wir die MP11 an der Reihe. Und dazu noch im Gameplay als Hintergrund die Fresh Royalty Tarnung. Also kann man sich auf jeden Fall gut geben. Und fangen wir mit den Infos zur Waffe an. Die MP11 ist eine Maschinenpistole, die man ab dem ersten Level freigeschaltet hat. Also man kann immer mit dieser Waffe spielen, egal ob man Prestige drückt oder nicht. Sie ist vollautomatisch, hat eine Magazinkapazität von 32 Schuss mit erweitertem Magazin. Also mit dem Aussatz hat sie dann 48 Schuss. Und ich zähle euch jetzt folgende Varianten, die es für diese Waffe gibt, hier jetzt auf. Also da hätten wir dann einmal die Express, dann die Saver oder so. Irgendwie, dann die Scout, dann die Airborne, dann die Plunderer, dann die Toxic, dann die Savior, dann die Squeaker, dann die Goliath und dann die Deviewer oder so. Also richtig komische Namen, aber juckt mich nicht. Was mich aber juckt, ist, wie viel Schaden diese Waffe macht, und das juckt uns alle. Also das ist beim Waffenguide eindeutig das Wichtigste. Wie stark ist diese Waffe, wie viel Schaden macht sie, und das schauen wir uns genau an. Und zwar, wie viele Schüsse braucht die Waffe, um jemanden zu töten. Und auf 4 Meter braucht diese Waffe 4 Schüsse auf den Kopf und auch gleich 4 Schüsse auf die Brust. Also da bleibt sie es gleich. Bei 10 Metern wird einfach immer plus 1 getan, also auf dem Kopf braucht man dann eine Kugel mehr, also 5 Schüsse auf den Kopf und dann 5 Schüsse auf die Brust. Und bei 20 Metern verändert sich es nur bei der Brust plus 1, also 5 Schüsse auf den Kopf, das bleibt gleich wie bei 10 Metern. Und 6 Schüsse auf die Brust, also plus 1, als wie bei 10 Metern. Und durch das Ganze können wir uns jetzt eine Meinung bzw. ein Fazit bilden. Und der erste Pluspunkt ist, dass sie gut für Anfänger ist, wegen diesen folgenden Punkten, die ich jetzt aufzählen werde. Und zwar, dass man die schon ab Level 1 hat. Ist eigentlich logisch, dass sie stark ist. Ja, sie ist wirklich stark. Und dass sie eine hohe Feuerrate hat. Also das heißt, dass sie sehr, sehr schnell schießt. Noch ein weiterer Pluspunkt ist, dass sie viele Varianten hat. Zwei Minuspunkte haben wir. Erster Minuspunkt ist, dass sie einen hohen Rückstoß hat, was aber ganz normal ist für eine Maschinenpistole, für einen MP. Und sie hat eine kleine Reichweite, ist auch wieder normal für einen MP. Und jetzt das Fazit, diese Waffe ist gut, aber nur wenn man jetzt diese zwei folgenden Schritte beachtet. Und zwar, wenn man den Rückstoß beherrschen kann halbwegs, denn diese Waffe hat einer der höchsten Rückstoß in dieser Klasse. Also würde ich schon sagen, die anderen Waffen haben eher einen kleineren als die, denn die ist wirklich sehr, sehr klein. Also wenn man den Rückstoß halbwegs beherrschen kann und dann noch jetzt die empfohlenen Aufsätze, die ich euch gleich nennen werde, draufpackt, dann ist diese Waffe echt gut und dann kann man sie echt zu einer der besten Waffen zählen. Ich spiele sie ganz gerne. Und ja, kommen wir noch zu den empfohlenen Aufsätzen, und zwar haben wir da einmal den Vordergriff, und zwar wie schon gesagt vorher, weil sie einen hohen Rückstoß hat und der Vordergriff macht diesen eben kleiner, dann spürt man eben fast gar nichts. Und dann noch einen verbesserten Drall. Dann haben wir den zweiten Minuspunkt auch schon weg, und das ist denn, dass sie keine gute Reichweite hat, und der verbesserte Drall bewirkt genau das Gegenteil, dass sie dann eine gute Reichweite hat. Und das sind dann einfach die zwei perfekten Aufsätze, die die zwei Minuspunkte ausgleichen wieder. Und was ich bei der KF5 vergessen habe zu sagen als empfohlener Aufsatz, da könnt ihr auch den verbesserten Drall draufpacken. Also ist es ziemlich nützlich, wer jetzt dieses Video halt nicht schaut und dafür KF5, dann weiß er halt nicht, dass man jetzt einen verbesserten Drall draufpacken soll. Aber naja, da kann man nichts machen. Und das war der heutige Waffenguide. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde mich eine Bewertung freuen. Ist echt sehr viel Arbeit, diese ganzen Bilder so zu machen. Aber naja, no homo, pushen ist nur für Weicheier, ja, das ist das Motto, ja. Ne, Spaß, also schaut bei anderen Waffenguides vorbei. Vielleicht sage ich da auch immer so was Wichtiges. Und bei den vorherigen könnt ihr auch vorbeischauen. Und ja, wer sich diesen Waffenguide bisher gegeben hat, dann hat man kein Leben oder man hat kein Leben. Diese Menschen heutzutage. Bis zum nächsten Video und ciao. Dass wenn man von dieser Seite aus spawnt, dass man da nicht gehen sollte, sollte man eben auf dieser Seite tun, und dann kann man hier dieses freie Gebiet holen, und dann oder man kann auch direkt von diesem Weg auch hier raufspringen, hier hinter diesem Weg.